Wir wollen. Moin zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Session von Craft Attack 11, liebe Freunde. Heute ist der große Tag der aller Tage gekommen. Heute werden wir ins End gehen und den Ender Dragon besiegen. In knapp 2,5 Stunden ist es soweit. Wenn ihr nichts verpassen wollt von Craft Attack und das Ganze in voller Länge und Ladung erleben wollt, dann checkt gerne meinen Livestream aus. twitch.tv/gtimetv. Wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne wie immer eine Bewertung, Kommentar und ein Abo da. Und wir müssen uns jetzt fürs End wappnen, ja. Ich bin hier gerade mit Rumatra schon im Talk. Der hat gesagt, der ist da schon übelst alles am Auffahren. Das muss ich jetzt auch machen. Also erster Step, wir gehen jetzt erstmal Sachen reparieren. Und dann werden Raketen gebaut. Die brauchen wir nämlich. Wenn wir eine Elytra kriegen, können wir nämlich damit richtig schnell schön losfliegen. Wieso? Die gehen an die XP-Farm und tun keine Schneebälle rein. Oh mein Gott, wie frech. Besuchst uns einfach meine XP-Farm, die ist eh viel schneller und besser. Ja, aber dann muss ich jetzt bis zu dir, ne? Das ist das Nervige. Ach du Kack, ich brauche unbedingt eine Raid-Farm, ne? Es ist so stress, so nervig mit den scheiß Wichsern zu traden die ganze Zeit. Es ist wirklich nervenaufreibend. Ich muss Raketen machen. Raketen. Ey, hast du noch Zuckerrohr? Ja, ich habe sogar noch Papier bei mir. Gunpowder hast du bestimmt. Ah, warte mal, Gunpowder habe ich einiges. Gunpowder habe ich aber auch noch ein bisschen. Also du kannst dir hier ein paar... Ich habe noch gut Gunpowder tatsächlich. Wir sind einmal rumgegangen, haben geklaut, Sebo und ich. Da ist noch ein bisschen was drin. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen. Ja, wo finde ich denn bei dir das Zuckerrohr oder Papier? Also ich habe eine Zuckerrohrfarm. Da ist vielleicht was drin. Jetzt mal schauen. Ja, da sind noch ein paar Stacks drin. Und sonst in der einzelnen Kiste vor meinem Base anfangen. Okay. Ja. Danke, Rumatra. Kein Ding. So, wir kurz weg. Jo. Okay, Leute. Wir machen jetzt die Vorbereitung hier für unser Equipment fürs End. Let's go. Let's go, let's go. Ladies and Gentlemen, Rocket Time. Der G-Time hat die Raketen am Start. Bam. So, jetzt haben wir's. Der G-Time ist gleich ready. Der G-Time ist gleich ready für das End. Für das End. Warum habt ihr jetzt so frühzeitig aufgehört, oder wie? Das ist, was passiert jetzt hier? Was denn? Alarmparty. So wie 2 Tage vorher jetzt zu. Sebo hat 60 Stunden versucht, eine Guardian-Farm zu bauen alleine und eine eigene Base. Das ging nach hinten los, hätte dann gar keinen Bock mehr auf Minecraft. Und Sebo musste G-Time mitnehmen. Und Hugo hatte eh von vornherein seinen Arzttermin, dass er los musste. Und dann fährt Fabri zum Flughafen gefahren. Und morgen ist das Fußballspiel, also heute wäre die so oder so zu Ende gewesen. Ja, ja, genau. So, dann haben Sebo und ich gesagt, ey, statt jetzt hier zu pennen und dann morgen früh loszufahren, haben wir gestern Abend noch aufgeräumt und sind dann gefahren. Wir haben aber ich ja dachte, noch... du wärst heute noch bei Max gekocht. Nein. Besoffen? Wann gestern. Ich hab mich besoffen. Wann war der Kochstream von dir, Alter? Meiner? Ja. Den habe ich heute gemacht. Wir sind gestern Abend, wir sind die Nacht durchgefahren. Aber du hast doch heute einen Kochstream gemacht. Nein, das war bei mir zu Hause, hat er das gemacht. Bei mir zu Hause war der Kochstream. Heute nochmal Gulasch zu Hause gemacht, oder? Ja, hast du gerade gesagt. Hä? Und den wollte dann Selina haben? Was? Wer wollte den Gulasch jetzt haben? Was G-Times Freundin wollte den haben. Ach, G-Times Freundin. Oh, hell no. Oh, shit, war das ein verfickt riesiges Missverständnis. Wahnsinn. Okay, krass. Was Habe ich das richtig mitbekommen? Wir haben dieses Jahr, wenn alles klappt, eine LAN-Party, wo ihr beide auch noch mit dabei seid. Wer sagt das? Ah! Alright. Also bin ich ja wirklich nicht, weil ich bin heute... Stimmt. Also ja, ich habe gerade mit Alex telefoniert. Du weißt doch nicht, zum Glück. Ich bin aber auf einer LAN-Party dieses Jahr noch. Ja, also ja, wirklich. Klar, ich weiß. Ich auch. Nicht? Hey, warte, was? Ich glaube, wir reden von 2 verschiedenen LAN-Partys. Nee, du hast einfach nur keine Ahnung. Also ich denke jetzt an das, was du mir gesagt hast mal. Ja, 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 genau. Ah, doch, ich hab voll den Plan. Oh mein Gott, ich hoffe, die schneiden sich nicht. Ich hab wirklich noch eine LAN-Party, also Real Talk. Ich schreib dir. Schreib mal, das ist wichtig auch. Oh, wer die Sch... Ah, okay. Haben wir ein Datum, fragte Reapers. Ich glaub, 7. 12. Bis? Ich weiß es noch nicht, entweder 48 oder 72, das wissen wir noch nicht. Okay, das ist voll machbar, das ist geil. Kommt Rumatra auch? Das wär krank. Ja. Okay, dann, weil ich muss bei Rumatra wahrscheinlich dann wieder mitfahren. Sehr gut. Digga, ihr kommt einfach alle da aus der gleichen Gegend, ne? Ja, das ist voll geil. Vor allem Rumatra muss so oder so bei mir lang. Hä, warum fahren wir nicht zusammen, Alter? Ihr wohnt doch NRW.
Ihr wohnt doch alle im Pott, oder nicht? Kommst du nicht aus dem Pott, Reapers? Ja, aus dem Frankfurter Pott, mein Bester. Also da ist der Pott nochmal, der wird anders gemischt bei mir. Das ist doch auch der Pott. Alles, was ja, so südlich von Hamburg ist für mich der Pott erstmal. Solange keiner was sagt. Das ist krank. Auch um meine Leute richtig sauer zu machen. Ja, Bogen machen wir gleich, Tigra. Das ist das Nächste, was wir jetzt machen werden. Oh, shit! Ich wollte nicht beklauen, weil vielleicht braucht er das noch selbst. Ich hätte die früher bauen sollen, Mann, mein... Let's go! So, Max, komm her. Oh, geil, das lasse ich mir zweimal sagen. Zack, easy going. Flame Infinity, Power Punch, Unbreaking 3. Alter! Du hast auch das gute Schwert dir genommen, ne? Fire Aspect 2, Knockback 2, Looting 3, Mending, Sharpness V, Unbreaking 3. Das klingt für mich nach einem starken Schwert. Okay, gut. Das klingt nach einem Schwert, das einen ordentlichen Bums drauf hat. Ja. So, das ist wieder. Genau, der Heimann ist da. Also, ich habe jetzt meinen Tee fertig und ich würde jetzt ganz gerne reingehen. Ich habe mich so beeilt. Dann geht's gleich los, Leute. Rein ins End. Geil, geil, geil. Da wird jetzt gleich richtig Gas gegeben. Also, Chat. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass es circa 2. 3. Dezember rum, also den 1. Dezember-Wochenende, wahrscheinlich ein gigantisches Kaktus-Clicker-Showcase geben wird. Schau mal zur Info. Hey ho, Minecraft-Freunde und willkommen zum epischen End-Event. Hallo. Wow. Ja, lass es mal starten. Richtiger, würdest du direkt... Das ist doch geil. Ich geh direkt rein. Hallo. Bist du dumm? Nein, mach nicht. Warum? Hallo. Ich will den Enderdragon fighten. Ich würde nicht direkt in dieses Portal reingehen. Ich würde auch direkt reingehen. Ist das eine Empfehlung? Ich hab euch gewarnt. Komm, wir helfen. Augen! Wir brauchen mehr, Augen. Dann haben wir keine Augen dabei. Hilft uns auf. Trimax, hat einfach keine Augen. Augen! Bau ab, schnell, schnell. Komm, hau rein. Ich hab 5 Perlen. Ich explodier dann oder so. Oh, rein. Wer haut mich? Oh mein Gott, was? Ihr könnt rein. Hä? Hugo, es hätte nichts gebracht, ne? Digga, was hörst du für Wörter? Oh, Max, du musst den Bogen gedrückt halten mit Rechtsklick. Kann jemand was versetzen? Ich bin tot. Oh, was ist das denn jetzt? Was? Warum ist der da weit oben? Der soll runterkommen. Der Drache ist, oder? Also. Hugo, ich geht nie oben. Was macht ihr? Hä, was ist das? Der Drache ist schon wieder. Zum Sterben kommt er runter. Wir haben ihn gleich. Bad Wars Murder, let's go. Was seid ihr denn? Terra Norman hab ich gesehen. Ich geh all in. Oh, okay, krass. Well played. Oh mein Gott, da oben. Pipse, gib mal wieder bitte. Ach, ihr seid doch gib mal XP, Großer. So knapp. Hört doch auf. Oh Mann, ey, was ein Geist. Nein! Ich hab's! Ja! Yeah. So, jetzt gucken wir, dass wir so schnell wie möglich einen Tempel finden. Bis jetzt sehe ich hier aber noch nichts in der Nähe. Nee, es haben schon Leute Elytra, aber ich bin jetzt schon in eine Richtung gegangen, da ist keiner. Das war eigentlich das Wichtigste, eine Richtung zu kriegen, wo keiner hingeht. Es ist halt immer ein bisschen lackabhängig, wie schnell du einen Tempel kriegst, ne? Die Saugung beginnt. Das End wird jetzt ausgesaugt. So, soll ich euch Elytras auch holen? Ja, wir brauchen ein bisschen auch. Eine fürs Team. Guck mal, eine für Rumatra, eine für Chef Strobel, weißt du? Ja, mach ich. Ganz entspannt. Du kannst sie dem Valorant überreichen. Ich hab das nächste Schiff. Digga, wie? Er hat Flügel. So Angst runtergefallen. So, G-Time. G-Time. Da ruft. Jemand ruft meinen Namen. Hallo, G-Time. Wer denn? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendjemand hat von unten gerufen. Der wollte wahrscheinlich da hoch. Ich bin einfach durchgezogen. Hallo? Hallo, also kann ich die haben? Ich würde euch dann eine später bringen, weil also im Umkreis ist keine mehr. Das wäre echt cool, wenn ich die kurz haben könnte. Ich check mal ganz kurz, ob das geht. Scheiße, geht nicht. Das ist aber, die von Max. Bitte, ich würde die auch, also... Das ist leider meine. Ich würde dann weiterfliegen und dir noch eine holen. Dann. Ich hätte mega, es wäre ultra geil, wenn wir dir die geben könnten, aber es geht leider nicht. Aber halt, ich brauche das so unbedingt. Ich habe das so bitter nötig, bitte.
Ich weiß es doch. Du willst das Ganze endleer saugen, ne? Ich will nur eine einzige haben und dann würde ich die eine holen. Bitte, Max. Also ich bin jetzt in der Zeit schon bestimmt 5000 Blöcke geflogen, Jungs. Ich laufe. Könntest du wirklich bitte eine haben? Also ich würde dir super gerne eine geben, leider. Okay, dann schade. Danke. Erinnerst du dich noch an vorhin, als du dich mit den Spinnenweben gefangen hast in der Ecke? Nee, ich wollte nur, dass du es weich hast, weißt du? Ich wollte nur, dass du... So einer ist das also. Immer die Leute mobben und dann von den Leuten Sachen wollen. Ich bin kein Internetmobber, ich bin der Gemobbte. Ich bin hier als Opfer, Leute. Da ist die Katze aus dem Sack. Gutes tun. Hast du gehört, das TNT dann, Max? Ich hab dich bewahrt, dass du da reinläufst. Du wärst sonst gestorben. Ich hab das TNT platziert. Ach, du bist die Gefahr? Ja, schon. Du bist die Gefahr. Gefährlich in Minecraft. Okay, du bist die Gefahr, okay. Also wird das die Leute denken nichts mit einer Lüfter? Das ist leider meine. Ich würde sie dir echt mega gerne geben. Okay, dann viel Spaß, Jungs. Max kann dir eine farmen dann, wenn er eine hat. Würdest du das machen, Max? Schau mal kurz. Nee, auch nicht leider. Aber ich war auch immer so nett gearbeitet für dich. Richtig. Und du wurdest ja auch immer nett bezahlt, oder? Nein, noch nicht. Ich hab das alles angeschrieben. Scheiße, hier hat sich jemand auch schon lang gebaut. Okay, dann bis später. Ey, aber nur Reacts, wenn ich eine extra für dich finde. Ja, dann gibst du sie mir nicht. Ja. Dann kriegt er 10 Subgifts von dir. Ja, genau. Du kannst dir easy eine kaufen für 600 Diamanten. Für 600 Diamanten? Wie viele Stacks sind das? 10. Naja, wenn ein Stack 60 sind, weiß ich, dann kannst du das auch mal ausrechnen dann. Ja, tut mir 10, leid. 6. Also ich kann dir schon mal sagen als Tipp, ich würde nicht weiter in die Richtung gehen. Nicht, weil ich geplündert habe, aber da kommen tausende Blöcke lang Tempel, aber da ist kein Brot. Kannst du mir irgendwie, eine besorgen? Die eine mitbringen, das kann ich machen, ja? Das wäre sehr cool. Also könntest du mir die dann im End noch vorbeibringen? Ich würde dann auch... Boah, also das aber, bis ich die vorbeibringe, das wird jetzt was dauern, weil ich bin jetzt erstmal auf dem Flug hier. Okay. Der farmt erstmal ganz entspannt. Vorlage. 40, 50 Stück und dann kriegst du vielleicht mit Glück eine. Aber sollen wir nicht, dürfen wir nicht irgendwie so 2, 3 mitnehmen oder dürfen wir alles? Ja, aber wir sind halt eine Allianz vom Admin, ne? Da gibt's halt nochmal besondere Regeln. Spark? Der ist ja der Admin, ne? Die machen ihre eigenen Regeln hier. Oh, also, und du sagst, Trimax steht über dir? Das sag ich nicht. Ich sag, Spark hat 8 Elytrin und gibt's dich zu. Okay. Das ist Craft Attack Strafgesetzbuch Paragraph 5. Elyten. Gibt's nicht. Okay. Sehr gut. Okay. Trimax, mein Herr, ein Gebieter, ich sehe schon. Boah, ich glaube, der ist sehr gebrochen jetzt, ne? Ist okay. Hey, gibst du mir einen? Der stand unten am Boot. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur gesehen, als er geschrien hat und wollte sich hochbauen und ich komm angeflogen und saug die Elytra ein. Sag mal, wenn ich jetzt eine Elytra... Hast du schon 2 Gamer? Nee, ne? Ja, ich hab 2. Ich hab jetzt eine dritte. Willst du mir eine geben, dass ich auch flattern kann? Also ich soll zu dir geflogen kommen damit? Ich kann mich auch zu dir bauen, aber ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Welchen Koordinaten bist du denn? Du, das sage ich dir. Minus 190. Boah. Nee, warte mal. Minus 190.000 oder nicht? Nee, hä? Hä? Wo bin ich überhaupt? Nee, minus 190. Oder, ja. Minus 190 und dann 1840. So, und soll ich dir jetzt mal sagen, wo ich bin? Na? 3000, 8000. Ja, easy. Mit einer Elytra bist du... schnell. Der weiß, wie weit ich fliegen muss? Ja, aber dann sind wir zu zweit. Du gibst mir eine Elytra, ich geb dir 3 zurück. Ist ne gute? Ich hab doch schon 3. Ich hab was. Ich hab ne End-City. Ja, dann go. Aber kein Schiff. Dann was? Weitergehen, direkt weiter, nicht aufgeben. Nächstes Schiff, 4. Elytra. Strecke gemacht. Digga, wie geil sehen denn die ganzen Sachen in dem Texture-Pack aus, Chat? Ich hab 4 Ausgänge gefunden bereits, aber keine Leiter. Ich war der Erste auf dem Server, Spark. Alter, ist das bodenlos. 2 Cities mit 2 Schiffen nebeneinander. Ich bräuchte jetzt auch mal eine. Ey, ich hab schon 5 Elytras. Nice, noch eine. Okay. Ja, dann sehen die Leute von außen, ey, der Kopf ist dran, freuen sich, gehen rein und dann ist kein Elytra mehr da. Das ist so assi. Ist das asozial oder? Ja, das ist hart assi. Okay. Ja, schon. Ich habe keine Werkbank mitgenommen, das ist dumm. Oh ja, ich habe sogar einen Amboss dabei, what the fuck. Keine Werkbank. Spark, kannst du vielleicht in Creative Mode gehen und mir eben ein bisschen Holz geben? Das ist kein Problem, das machen wir immer. Ich dachte, ich versuch's einfach mal zu fragen. Ja, kann ich. Also ich kann, ich mach's aber nicht. Und wenn ich dir 10 Subs gebe? Nee, so will ich nicht. So will ich nicht.
Es gibt nur ein Template, sagen die. Nee, gibt nur eins. Ach, Spark, das allwissende Lexikon wieder. Ich töte einen Enderman für eine neue Enderperle. Was können wir nochmal mit diesen Beeren machen, mit diesen Früchten hier, mit diesen Nichts, ne? Na, die lila Blöcke. Du weißt ja noch den Würfel aus deinem ersten Craft Attack. Nee, weiß ich nicht. Den Würfel, die Warze, den Knochenplaneten. Den Knochenplaneten? Wir haben so einen riesigen lila Würfel gemacht und so eine riesige Chorus Fruit Farm im Keller, als ob du die nicht mehr kennst. Ach, das sollte der Würfel aus Fortnite werden. Hugo, was können wir für dich tun, mein Lieber? Brauch hier irgendwie eine Lytra? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben schon 30. Ich bin 16.000 Blöcke weg. Also ich schnapp dir hier gar nichts weg. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst. Ich hätte gerne deinen Gulasch, sag ich dir, wie es ist. Den hätte ich auch noch mal gerne. Ist da noch eine Option? Liefert ihr auch? Ah, wir haben doch eine LAN-Party demnächst. Da will ich echt noch mal wünschen. Ja, mach ich noch mal. Soll ich dann auch dazu Nudeln oder... Spätze mal. Was sagst du das so? Was denn? Ja, musst du sagen, ob du ein geiles Nudelrezept hast oder ein richtig, richtig geiles Spätzle-Rezept, was du magst, besser zum Gulasch passt. Also Nudeln, also ich finde Nudeln sind absolut S-Tier zu Gulasch. Wie Chef Strobel auf Spätzle kommt, keine Ahnung. Reis geht halt gut auch. Reis? Gut, den kann ich aber nicht selber machen, dann müsste ich erstmal bei Max so den anbauen irgendwo. Ich feier so einen guten, so einen Kartoffelknödel. Knödel kann ich auch machen, ja klar. Du kannst Knödel. Ja, ich bin gelernter Koch, Junge. Wenn ich keine Knödel könnte. Doch, mit Reis kann ich was anfangen, aber den muss ich ja nur aufkochen. Da muss ich ja nichts selber machen. Knödel kriegst du hier im Norden nicht. Das ist selten auf der Speisekarte. Bin ein großer Knödel-Fan. Wo hat der Knödel seine Herkunft? Aus dem Bayerischen. Echt? Ja, glaube ich. Real. Das ist ja so aus Bayern, Österreich. Die essen das ja sau gerne. Knödel. Franken? Ich bin wieder verarscht. Franken, ich weiß nicht, wo das ist. Aber meinst du jetzt so ganz so normale Kartoffelknödel? Oder redest du jetzt so von so geilen Semmelknödel? Also schon so, die schmecken halt, ne? Ist das bodenlos. Ist das bodenlos. Also was ich hier an die Lytras gerade raussauge. Ich hab auch einen ohne gehabt. Ich schau mal kurz. Let's go, Chat! Wenn du mich anlügst. Stimmt, komm ich überhaupt zurück? Komm mal immer am gleichen Ding raus. Ich würde sagen, Chat, wir gehen jetzt erstmal raus. Ich kann eh nicht Dings machen hier. Die Schalker-Chests, die hole ich mir dann nochmal gesondert. Elytras haben wir ja mehr als genug. Okay, let's go, let's go, let's go. Zack, durchgespielt. Das ist so dumm, wie kann eine Enderperle runterfallen? Oh, Digga. Ja, das Verzaubern wird sich ein bisschen hinauszögern, weil gerade hat ein Creeper unsere Bücherregale weggesprengt. Im Nether gibt's noch hier und bei unserer Farbe Enchanter. Romatra! Moin, was geht? Was hab ich verpasst? Ey! Nichts, Max muss dir mal was ganz Wichtiges erzählen. Ich hab geisteskrank doll Hunger und bin gerade ins End gefallen und alles ist weg. Junge, also nach Tiramisu und Espresso ist das noch ein viel geilerer Nachtisch, Alter. Das Wie findest du diese Info, Romatra? Geil. So, Max, die OP-Rüstung ist schon mal fertig gecraftet. Jetzt muss nur noch Mending drauf. Bist du richtig versessen drauf, jetzt selber eine Elytra zu finden? Es wird alles gesaugt sein. Es wird alles Nein. Damit ich da hinkomme, wo ich eben war, muss ich schon eine halbe Stunde rennen. Gar nicht. Dann muss da ich wieder Millionen Enderman schlachten, damit ich die... Und dann muss ich Blöcke farmen und dann habe ich keinen Amboss und sowas. Okay, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich Elytras aus dem End geholt. An der Zahl 15 Stück. Dann haben wir Max jetzt nochmal komplett neues Equipment gemacht. Der ist jetzt nochmal ins End gegangen. Versucht jetzt Anlauf Nummer 2 eine Elytra zu bekommen. Und ja, wir werden jetzt beim nächsten Mal weitermachen. Jetzt sind wir mobil, wir haben einen Schalker-Chest. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge, je nachdem, nochmal mit euch ins End gehen. Und dann werden wir ein paar von den Shells nochmal holen, damit wir noch mehr Kisten machen können. Sehr, sehr geile Sache auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss zusammen und vergesst nicht zu abonnieren.